Hallo und willkommen hier auf unserer Insel. Ja, das ist nicht Gilligan's Island, das ist Lens Island. Und das hier ist Len. Komm, Len, wink mal. Ah, der Mann mit dem großen Messer, müsst ihr keine Angst vor haben, ist kein Serienmörder. Vermute ich mal. Wir sind ja auf dieser Insel hier gestrandet und wie in jedem Survival-Spiel müssen wir versuchen zu überleben, müssen Essen anbauen und Häuser errichten und ja, ein Dach über dem Kopf haben. Zumindest müssen wir in diesem Spiel hier auch noch unsere Klamotten selber nähen und jagen müssen wir auch nicht. Jedenfalls noch nicht aufgefallen. Jagen und Fischen fällt hier weg. Das ist mal ein bisschen einfacher. Das Bauen geht auch relativ fix. Aber was wir uns noch so nebenbei machen müssen hier, ist eben auch Monsterschlachten. So, das macht dieses Spiel noch ein bisschen interessanter. Und wir kriegen bestimmte Rohstoffe auch nur in den Höhlen, wo diese Monster hausen. Also kann man schlecht sagen, ja, wir machen jetzt hier nur eine ruhige Kugel, fällen ganz nach Bäume und interessieren uns für den Rest nicht. Nee, das geht nicht. So, nächste Aufgabe würde ich mal sagen, bevor wir hier weiter so sinnlos durch die Gegend rennen. Wir Nahrung beschaffen. Also ein paar Blaubeeren noch zusätzlich, ja nicht schlecht. Momentan leben wir ja nicht von nichts anderem als Blaubeeren. Wie auch immer das geht. Also man lebt nur von Blaubeeren, okay. Hier bauen wir was an, aber das bringt nicht so viel. Ich glaube, ich da draufklicke. Just a little blueberry seedling. Ja, man kann hier nichts ernten, weil das wächst ja auch nicht wirklich. Ich muss das Zeug gießen. Wenn ich das gießen will, brauche ich eine Gießkanne und die kriege ich nur auf der Werkbank. Und dafür brauche ich bestimmte Rohstoffe. Was ist der Scheiß? Da. Okay. So. Da brauche ich noch Iron Shards, also so Eisenstücke. Ein paar müsste ich ja haben in meinem Inventar. Drei habe ich. Ah, da fehlen mir noch zwei. So, das heißt, wir müssen trotzdem nochmal in die Höhle, um diese Iron Shards zu kriegen. Aber, auf jeden Fall müssen wir hier die Bude mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich laufe hier immer gegen unsichtbare Wände, die plötzlich da erscheinen. Haben mir kein Mensch gesagt, dass sie da sind. Keine Ahnung, wie das passiert. Also, ja. Deshalb würde ich mal sagen, wir reißen hier alles ab. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ach, da ist die Wand. Weg damit. Wer hat die da hingebaut? Ich weiß es nicht. Warum hat mir das keiner gesagt, was die da ist? Also, es ist... So, da haben wir doch schon mal hier einen Grundriss. Ja, sag mal. Wenn wir schon dabei sind. So. Hm? Dann machen wir die auch weg. Nee. Close. Dann kann ich die anmachen. Wenn ich den mit... was kriege ich denn dann raus? Was ist das hier? Hm. Irgendwas kann ich dann machen. Kriege ich Asche wahrscheinlich raus, oder? Ich irgendwas da drin verbrenne. Aha. Okay. Interessant. Jetzt hör auf, mir da rumzufuchteln, du Nase. Ein bisschen, ich hätte auch einfach in den Baumodus kommen können. So, das machen wir mal alles weg hier. Alles weg. Das stört mich alles hier. Weg. So, auch weg. Die Wand können wir mal lassen. Komm, die machen wir auch weg, die scheiß Treppe da. So, auf Wiedersehen. Weg damit. Will ich nicht. So. Wooden Frame Farm, Wooden Garden Bed. Mhm, mhm. Gut, beschäftigen uns jetzt nicht mit. So, hier sind die interessanten Sachen. Wooden Ceilings. So. Mal gucken, können wir das hier so dran flanschen? Nee. Warte mal. Was ist jetzt hier der Boden? Das ist doch der Boden, oder nicht? Ah. Alt. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Dass wir die richtige Ebene haben. Da lässt sich aber eben nicht hier so dran bauen. Warum nicht?
So. Kann ja auch nach oben gehen, ne? Aber momentan geht hier gar nichts. Warum nicht? Könnte ich das nicht da dran bauen? Also ich muss das machen, oder was? Hm. Ist das der Boden fürs Dach wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Hm. Okay. So. Dann bauen wir das da dran. So. Holz müssen wir noch haben. So. Dann haben wir das hier. Dann machen wir mal Wände drum. Das ist eigentlich eben. Das ist auch, das macht automatisch innen außen, ne? Gut. Wir können uns hier mal ein Fenster leisten. Ich glaube, Glas haben wir genug. Soll ja ein bisschen Aussicht haben hier. So, während der Arbeit mal aus dem Fenster gucken. Nicht nur noch so. Ach, hier gibt es auch Wooden Archway. Das kann man bestimmt als innere Stütze gebrauchen, oder? Oder für was ist das gedacht? Hier können wir ein rundes Fenster einbauen. Mhm. Ah, wir haben kein Holz mehr. Okay. Gut, dann gehen wir mal unter freien Himmel ins Bett. So. Dann haben wir unseren Health Balken mal wieder ein bisschen aufgefüllt. Und erstmal mal wieder einen frischen, knackigen Blaubeer. Blaubeere, eine. Da müssen wir jetzt noch ein paar Bäumchen fällen. Genau. So, am besten in die Richtung. Am besten machen wir das immer in die Richtung, in die der Baum nicht fallen sollte. Da sollte man sich hinstellen. Sonst hast du nämlich auf der Rübe. Oder auf dem Haus. So. Wenn man hier klickt, man muss immer permanent klicken. Muss man auch gut timen, damit man diesen besseren Boost bekommt. Dass der mehr XP macht, also mehr Schaden an diesem Baum. So, jetzt kann es zumindest klingen. Wenn man dieses Ding da aufleuchtet. So ein bisschen üben. So, der ist auch erledigt. Im letzten Baum. So. Bim, bum, bim. So, das ist erstmal alles roden in der Umgebung und dann können wir erst hier weitermachen. Wann steht denn da? Ja, wird schnell, das ist ein kleiner Baum. So, komm, den nehmen wir direkt mit hier. Na, ja, geht schon unsere Energie so langsam wieder runter. Klump, klump, klump. Baum. So, hier. In die Richtung, bitte.
doch, jetzt komm, hier, Torstoß, gib's ihm. Jawohl. Critical Hit, der Baum ist erledigt. Hat sich auch nicht sehr gewehrt. So, dann haben wir das auch. So, machen wir hier mal weiter. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Mal hier so ein Fenster da einbauen. Und eine Tür war wahrscheinlich auch nicht schlecht. So, was ist denn hier? Hier wird jetzt. Kann er nicht bauen. Warum nicht? Geht das? Nee, auch nicht. Fehlt das? Nö. Nee. Keine Ahnung. Warum kann er das nicht bauen? Nach innen ja, aber nicht nach außen. Hä? Das ist nur für innen gedacht, oder was, dieses Fenster? Wie sollte ich das machen? Was ist merkwürdig? Aber ich kann auch hier keine. Ich komme hier zu. Ja, ich könnte eine Veranda bauen jetzt hier. Kann ich mich hinsetzen. Das will ich aber nicht. So. So. Ach nee, die hat es ausgeblendet. Ach so. Ja, weil das dämliche Programm das immer ausblendet. Das dachte ich ja so. Jetzt habe ich wieder eine Hobbithöhle hier. Ein großes, rundes Fenster. Sehr schön. So, irgendwas fehlt noch. Was könnte das? Ein Dach? Ja, ich finde Dächer werden ein bisschen überbewertet. Aber mein Gott, man kann natürlich mal gucken, ob man hier auch ein Dach raufkriegt. Gucken. So. Plong. Bling. Peng. Müsste das mal hier so ein bisschen drehen können. Das wäre ganz nice. Kann man nicht. So, was machen wir jetzt in die Mitte, Freunde? Das hier so drüber. Okay. So, jetzt haben wir ein großes Loch da oben. Was ist das denn? Macht er das automatisch zu, ja? Jetzt sehe ich natürlich hier nichts. Nee, so geht das nicht. Ja. Dann müssen wir mal raus. Ich laufe hier gegen diese Dinger da. Wer hat die denn gestellt? So, komm, raus hier. Interessant. So, achso, hier ein. Ist das hier so eine Treppe? Ah, damit ich hier reinkomme. Könnte natürlich auch hier. Hier so eine kleine Veranda hinbauen. Die haben wir hier auch. So. Zäunchen und so. Das sind Treppen und das sind kleine Stufen. Okay. Was haben wir hier noch? Wooden Balcony. Ah, das ging auch. Ah, okay. Dann müssen wir nochmal Holz hacken. Das ist schon wieder ausgegangen. Ist auch ein Baumaterial. Dauernd geht das aus. Also ich weiß nicht. Vielleicht auch nachwachsend. Müsste sofort nachwachsen.
Verstehe ich auch nicht. Modernes Zeug. So, komm hier. Du stehst hier gerade, mein Freund, der Baum. Fröhliche Holzhacker sind wir alle die. So, das war für die volkstümlichen Freunde. Oh, 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 weg, weg. Hier sind die Bienen. Pfui, aus, bäh. Schnell mal zur Not in die Notfall Blaubeere beißen. Klunk, klunk, klunk. Ist hier was? Ah, Blaubeeren. Sehr gut. Obwohl der Baum hier gerade ist. Und den auch nochmal weg. Au. Oh, nee. Die machen natürlich auch immer Schaden. Drecksbiester. So. Dann gucken wir mal. Dann machen wir das da weg. Und das auch. Und dann... hier so Balkon. Ah, da kann man hier noch so ein... Da kann man auch darüber laufen. Besser. Wie sieht das jetzt aus? Man sieht das leider jetzt hier so schlecht von der Seite. Okay, es geht so an den Brunnen rum. Gut, dann machen wir eine Treppe. Hier auch best, nee, nicht die große. Hier so eine. Damit wir da reinkommen. Aber besser, wir hätten da eine gemacht, ne? Aber gucken wir mal. Guck ich auch so da rein, ja. Wir können dann hier unseren Stuhl, hinsetzen. So. Bing. Wir hat noch hier so gedönt Stühle. So, hier kannst du jetzt hier draußen. Schön. So. Dich hinsetzen und dann den Bäumen beim Wachsen zu gucken. Ist das nicht schön? So. Wahnsinn. Jetzt haben wir immer noch ein Problem mit draußen hier. Aber hier fehlt ja jetzt noch was, ne? Bin ich schwer irre? So. Jetzt müsste es komplett sein. Leider sieht man die Rückseite nicht. Außer hier im Baumodus wahrscheinlich. Nee. Aber das müsste zu sein. Das ist ein bisschen doof, dass man sich nicht auch im Spiel einfach frei drehen kann. Oh gut, unsere Bude ist jetzt erstmal fertig hier. So, das können wir direkt wieder hinlegen. Nein, du haust jetzt hier nicht rum. Ich will das immer anklicken. Dining Chair. Nein, ich will nicht schlafen. Ah, ich will das eigentlich abreißen. So, dann bauen wir das hier an der anderen Ecke. Was ist das hier? The Standard Rock. Aha. Kann ich selber weben. So, dann machen wir hier so Fensterchen, das Bettchen hin. So. Und damit es ein bisschen schön ist, wenn man morgens aufsteht, kalte Füße und so, ist nicht so schön. Da machen wir hier jetzt da, da machen wir nicht den Teppich. Wir haben nämlich diese Strohdinger nicht. Gut. Aber am Blumentopf. Am Blumentopf geht auch. So. Ist das nicht schön. Also, ich weiß nicht. Eine bessere Bude kann man sich eigentlich kaum wünschen. Ja. So. Fireplace.
So, das machen wir auch weg. Die bauen wir dann woanders hin. Moment, da steht ja auch nur keeps you warm and cozy while filling the room with smell of freshly baked bread. Ich glaube nicht, dass das irgendwie einen Einfluss auf uns hat hier. Wir haben hier so einen Arbeitsbereich, würde ich mal sagen. Und dann machen wir hier noch so eine Trennwand dazwischen. Damit der Kerl hier so ein bisschen Ruhe hat vor dem, wo der Sonnenuntergang kommt. Romantisch. So. Wood Farm, Frame Farm. Farming Area. Cute little bed. Wir brauchen eher das hier, glaube ich, dass wir noch bauen müssen. Ne, hier ist die Tür. Warum ist denn da keine Tür? Mensch, wir hatten das wieder gebaut. So. So. Wo sieht das aus? So, okay. Können wir eigentlich direkt dahin zimmern, ne? Dann haben wir es so direkt in der Nähe. Plant all. Was mache ich mit diesen verdammten Rosen? Oder diesem Blümchen hier. Ich meine, wir können es ja mal machen. Jede Reihe mal hier irgend so ein Gedöns. Pflanzen. So, hier Blaubeeren. Blaubeeren können wir jetzt essen. Gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht sind die zum Handeln gut oder macht man auch so ein. Aus den Rosen macht man Öl oder Duftessenzen. Ich kann mein eigenes Parfum kreieren hier. Der große Parfümeur, der Charmeur, der hier steht. Keine Ahnung. Jo. Man weiß es nicht. So, ich brauche hier das Hackebein hier wieder. Wir brauchen nochmal hier Gestrüpp. So. Nimm das Gestrüpp. Ja, ganz viel Gestrüpp. Hier ist nur. Ich sehe wieder nichts hier. Jetzt ist mal wieder. Ist das finster? Das ist mir zu dunkel hier. So, ich gehe in mein neues Bett. Gute Nacht. Nein, du sollst das nicht schlagen. Du sollst nicht schlafen. Dummenus. So. Ist es nicht schön hier? So, mal gucken. Was wir noch Schönes reinmachen können, damit wir ein hübsches Heim haben und dann uns auch wohlfühlen, wenn wir nach der getanen Arbeit, also indem wir Tausende von Monstern gekillt haben, wieder zurückkommen. Wood Light Post. Da brauchen wir auch noch Holz. Also ich brauche mehr von diesem Strohgedöns oder was das ist. Kann ich eigentlich hinsetzen? Nee, ne? Ja. Also die Möbel sind nur Deko. Man kann eigentlich nichts. Warum ist denn da Gestrüpp weg von meinem Eingang? Sowas. Also man kann damit überhaupt nichts anfangen. Nur ein Deko. Okay, aber sieht schön aus. So, wir machen jetzt erstmal hier die Büsche weg. Sind schon wieder Bäume gewachsen. Das geht flott. Das sind wirklich mal nachwachsende Ressourcen jetzt hier. Wie viel habe ich denn schon? 26, 35 brauche ich. Ich wünsche einen richtigen Teppich. So. Ich liebe Schöneres als einen schönen, warmen Teppich zu Hause. Getane Arbeit, noch Monsterschlacht nach Hause kommt, kalte Füße hat, dann will man einen schönen Teppich unter sich haben. Aber gut, wenn wir auch noch Büsche finden würden, wo was zu essen dran wächst. Komm, hier, dann nehmen wir den noch mit. Hier. Da ist was. Ne, das ist Lavendel. Das ist immer schwer zu erkennen, so ein bisschen. Ne, das ist Lavendel. Ich habe Lavendel getötet. Warum auch immer. Frag mich nicht.
wo der Baum hier gerade steht. Holz haben wir auch. Holz brauchen wir immer. Also ich weiß nicht, wie viele Milliarden Bäume schon in diesen Spielen dieser Art gekillt worden sind. Ich glaube, 60 Mal Amazonasgebiet wahrscheinlich komplett weg. Nur damit Leute hier ihre dämlichen Hütten hier irgendwo hinbauen können. Sollte man drüber diskutieren. Wie umweltfreundlich sind Survival-Spiele eigentlich? So. Bing, 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 bing. So, hier sind nochmal Büsche. Nein, nicht mit der Axt. Muss. So, hier, nimm den. Ah, ja, Chuck, boom. Len Chuck Norris. Jawohl, komm, gib's den Busch. Aua, ich hab mir wehgetan. So. Der Busch hat mich gestochen. So, hier, nee, das ist wieder Lavendel. Warum soll ich Lavendel essen? Wer will das? Kein Mensch. Lavendel kann man viele tolle Sachen machen, aber essen würde ich es nicht. Ganz wirklich nicht. Hier sind wieder Rosen. Mensch, ich brauche Blaubeeren. Hier gibt es ja sonst nichts. Oh, hier sind Fässchen. Vielleicht da mal rum drin. Aua. Nee. Schrott zumindest, okay. Also hinter mir wäre jetzt ein Symbol aufgetaucht, hinter meinem Kopf. Da wäre jetzt Schrott gewesen. Das wäre ihr Schrott gewesen. Ne, hier sehe ich auch nichts zu essen. So langsam könnte ich mal wieder eine knackige Blaubeere vertragen. Die lieber jetzt aber nicht alle verbrauchen. Ah, da haben wir was. Sollen wir in den Dungeon wieder runtergehen, um Material zu besorgen, brauchen wir die auch, um uns zu regenerieren. Denn sonst gehen wir da unten drauf. Und Kohle und so einen Scheiß kriegt man ja nur unten. Das ist das Dumme. Hoppi. Jump, jump. Hier sind wir auch nichts. Wo sind denn die ganzen Büsche mit dem Blaubeeren geblieben? Ja, man muss die auf jeden Fall selber anpflanzen. Das bringt uns alles nichts. Guck mal, dann kannst du hier runterspringen. Cool. Hier ist alles voll Zeug, aber hier kann man nichts. Hier ist keine. Das ist auch wieder Lavendel, oder? Oder ist das? Ja. Lavendel. Was soll ich damit? Ich brauche Blaubeeren. Das ist Blaubeeren? Nein. Warum kriege ich keine Blaubeeren in diesem Spiel? Oh, was ist das? Achso, da waren wir schon mal, ne? So eine Hütte. Abandoned Lumber Cottage. Da kann man nicht rein. Warum auch immer. Vielleicht kommt das in der Laufe der Saison hier, im Laufe des Spiels, noch eine Mission, dass wir da rein können oder was? Keine Ahnung. Nützt ja sonst nichts. Luzierne. Oh, hier haben wir nochmal ein Fässchen in Ehren. Hatschaka. Oh, hier. Nix was. Ja. Apropos rum. Prost. Ugh. So. Hier ist auch wieder Lavendel, glaube ich. Gibt nichts zu essen hier. Ich werde verhungern. Ah, das sieht nach Blaubeeren aus. Der Glory Medieval sieht nicht anders aus. Zack, so. Oh, ja, schön. Haben wir jetzt 10 insgesamt. Also merken wir uns die Stelle hier. Wahrscheinlich nicht. Hier sind dann Blaubeeren. Was sind die überhaupt? Aha, da war schon am Dunkeln. Hier ist so eine Art Altar oder was es ist. Mit Runen eingeschnitzt. Geheimnisvoll. Dann machen wir auf jeden Fall das Gebüsch weg. So, das brauchen wir. Haben wir jetzt genug. Ja. Wir können jetzt unseren ersten eigenen Teppich weben. Mein Gott, ist das aufregend. Darauf habe ich mein Leben gewartet. Das bringt mir sonst nichts mehr. Aber einen Teppich möchte ich noch selbst weben. Guck mal da hoch. Nee, dann bleibt. Da bleibt er in einer gewissen Zen-Stellung hängen. Das war jetzt seltsam. Okay, haben wir einen Clipping-Fehler im Spiel. Haben wir auch gefunden. Kleiner Grafikfehler, der kommt hier nicht hoch. Ja. Und hier ist wieder unser Dungeon. Yeah, da freue ich mich aber gar nicht drauf. So, hier haben wir sonst nichts zu essen. Lebenspunkte habe ich nicht so viel jetzt, ne? Hm. Na, wir können ja nochmal reingehen, vielleicht finden wir nochmal was Eisen. The fireplace to keep warm at night. Yes. Hallo, Freunde. Kann man eigentlich hier was drin lagern? Also, was man gebrauchen kann? Nee.
nicht irgendwas? Nee. Eigentlich spawnen diese Fässer ja immer wieder neu. Wenn wir hier mal eins kaputt gemacht haben, ist es dann beim nächsten Mal, wenn wir hier reingehen, eigentlich wieder da sein. Aber jetzt sehe ich hier so nichts erstmal. Hier ist auch nichts. Na gut, hier können wir wenigstens was abbauen. Klopfen wenigstens mit Steine. Aua. Okay. Okay, das ist nicht schlecht. Da haben wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen Stahl gefunden. Oder was das ist, diese Stahlsplitter. Fluss. Hier haben wir mal Licht gemacht. Habe ich nicht irgendwo mal so eine Feuerschale oder was war das? Hier oben ist ein Fass. Okay. Und hier oben, da kroch eben was rum. Hier. Ah, huh, jetzt beruhig dich. Ist immer so aufgeregt, wenn dann Gegner finden. Kleine Len. Oh, der kleine Len müsste aus dem Schnitzelparadies abgeholt werden. Ja, hier, da ist wieder so ein Nest mit den Viechern. Huh, so, so, jetzt trägt man Energieriegel und dann geht's weiter. Len, hör auf zu schlagen, du Idiot. Geh! Wie geht er denn jetzt nicht? Hängt er irgendwo fest? Also. Hä? Jetzt geh da hin, du Dummnuss. So. Ist ein bisschen schwierig. Rennen. Ist ein bisschen eigen. Sonst nichts. Ne? Also ich kann jedenfalls nichts erkennen, weil es so dunkel ist. Ich bin da irgendwie Matsch gelaufen, aber was war das gerade für ein Geräusch? War aus, ich habe wie ein Kuhfladen angehört. Durch einen Kuhfladen gefallen. Oh. Kann man das anmachen? Also mit 12 Kohle. Habe ich nicht genug? Nee. Soll ich noch mehr Kohle hier holen? Hier ist was. Irgendwann auch mal eine andere Ausrüstung craften. Also ein besseres Messer oder eine Spitzhacke kann man, glaube ich, auch eine neue fertigen. Und Werkzeug, das dann halt mehr Schaden macht. Also, dass man auch gleich dann mehr... Sieht ulkig aus. Goldschimmernd. Jetzt hier irgendwie so ein Lichtstrahl. Da kann man gleichzeitig dann mit jedem Schlag mehr abbauen. Geht nicht? Oh, nee. Jetzt geht er dahin.
Kohle haben wir aber keine. Steine haben wir sehr viel. Im Dunkeln sehe ich nicht, was jetzt was ist. Klopf, klopf, klopf. Okay, auch nur Steine. Keine Kohle. Ich brauche Kohle, Jungs. Kohle muss her. Kohle, Kohle. Oh nein. Oh. Brauche ich was? Mein Messer. Shit. Ich habe keine Angst vor euch, Bitch. Das ist strategischer Rückzug, nennt man das. So. Kommen wir hinterher. Oh, tatsächlich. Na gut, dann. So, jetzt haben wir auch nicht mehr viele Lebenspunkte, muss ich sagen. Nee. Schon gucken, wo ich hinlaufe. Sei als schwer zu erkennen hier im Dunkeln. Hier ist so nix. Nö, ist auch nichts. Schade, sag ich da mal. Gibt das jetzt hier dann so? Gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Unsere Lebenspunkte mal wieder ein bisschen auffrischen. Wir sind so ziemlich am Arsch. Heieiei. Gott, mir fällt da nicht gleich tot um hier. Genau, du sagst es, Uhu. Oh, mal sein Kreuzchen. Ne, was ist das hier? Nee, ja. Keine Blaubeeren. Oder? Jetzt irgendwas Blaues. Nee, das ist. Flecken am Boden, keine Ahnung. Kein McDonald's in der Nähe. So, Gott sei Dank, da haben wir unser trautes Heim wieder und können uns pennen legen. Da sind hier schon wieder ein Baum gewachsen. Mein Gott, ey. Die Seuche hier. Gehen näher dran. Dann geh doch näher dran, du Luft. Also das ist ja auch noch komfortabel, wenn man draufklickt, dass er automatisch dann dahin geht. Das ist immer ein bisschen dämlich. So, eigentlich müsste er mal auspennen, damit er mehr Health Points bekommt. Health Points. Können wir denn jetzt eigentlich irgendwas kraften, was Sinn macht? Boop. Nein. Was hier? Wo waren die jetzt? Nee, nee. Wo als diese... Das sind Waffen. Brauche ich dafür. Iron Shield! Aha. Nee. Da brauche ich mehr von den Iron Shards. Iron Sword. Das ist, ich habe ja bis hier noch ein Bowie-Messer. Das macht eigentlich 4 bis 5 Schaden, das macht 6 bis 9. Ah, okay. Das wäre also ein bisschen effektiver. So, wir können jetzt eine Gießkanne machen. Yay! Unsere erste Gießkanne! Hey, willkommen, Gießkanne. Süßen kleinen Heim hier. So, man muss sich über jeden Erfolg freuen. Geh weg jetzt hier. Grab to equip. Und das hier? Adventure's Torch. Standard Handmade Torch. Small Light Radius and Handheld. Das wäre unsere sozusagen historische Taschenlampe. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir die also auch
Machen. Okay. Okay, gut. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier in unserem Inventar. Ja, das ist natürlich Kohle, davon haben wir noch eins. Okay. Grapes. Das sind nur Trauben, ne? Wo sind die hier? Irgendwo habe ich Grapes gefunden, okay. Gut, gut. Was mache ich eigentlich hiermit? Keine Ahnung. Aha, okay. Wenn ich die jetzt mitnehme, und dann schon kann ich da Licht machen. Ah ja, okay, so. Okay. Jetzt auf mit dem Messer rumzufuchteln, du Messerjockel. So, 3 heißt, ihr könnt jetzt unsere Gießkanne benutzen. So, geht das jetzt gut? Die ist gefüllt. Dann muss der Scheißbrunnen ja gut sein. Kann ich dann aufhüpfen? Ja, tatsächlich. Nee. 3. Wie gieße ich jetzt hin? Nee. Ist jetzt gefüllt oder nicht? Anscheinend nicht. So. Ah, ja, okay. Ich habe verstanden. Jetzt. Hier ist jetzt ein neues Symbol aufgetaucht. Kuh ist ja für unsere Heldenrolle hier. Mit Gießkanne. Das muss man ja danach machen. Das war bescheuert. Und hier haben wir jetzt W für Watering wahrscheinlich. Das können wir jetzt benutzen, um unsere Gießkanne hier zu benutzen. Und dann spritzt er hier schön das ganze Wasser auf dem Matsch hier. So. Dann können die jetzt hier wachsen, denke ich mal. Very gold seeding. Gut. Und dann können wir das bei den anderen Pflanzen und drüben auch machen. Hier ist ja noch ein Beet. Kopi! Dann verändert die Erde auch die Farbe. Nee, geht nicht. Wir brauchen Wasser. So. Hier ist natürlich schön gegossen. Alles daneben. Du doof. Aber hier können wir noch mal was pflanzen. Noch mal Blaubeeren. Wir brauchen auf jeden Fall was zu futtern hier. Die Grapes kann man anscheinend nicht pflanzen. Was ist denn hier für ein Gewächs? Grapes. Aha. Nicht available. Guck mal, das wächst schon hier. Und geh mal flott. Ja, hier auch. Mann, das war ja... Da war ein Booster im Wasser. After fresh sprouting plant that will soon grow flowers. Okay, und das hier? A fresh sprouting blueberry plant. Okay. Heldenhaft. Jetzt haben wir hier... die Blumen gegossen, sehr schön.
können wir das ja auch wieder ablegen hier. Ups. Ja. So, dann gehen wir mal wieder. Ah, wir haben eine Fackel. Okay. So, dann brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Gestrüpp hier. So, dann brauchen wir jetzt nicht mehr so oft dann eben nach diesen scheiß Blaubeeren zu suchen. Verdammt. Sieht man eigentlich auch nur bei Tag. Also bei Nacht, nachts brauchst du überhaupt nicht rumlaufen hier. Hier ist was. Können hier mal gesammelt. Sehr schön. Hier auch. Ja, ich habe genug Leben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Leben machen soll. Was ist das hier wieder? Lavendel. Lavendel und so ein Gedöns haben wir genug. Rosen. Also gar nicht, was ich mit dem machen soll. Wir pflanzen die mal an. Oh, ein Fass. Das nehmen wir nochmal mit. Gut, okay. Dieses Glas. Da kommt hier hoch. So, was gibt's hier? Hier ist wieder Blaubeeren. Ah, hier, wo die roten Bäume stehen an der Brücke. Okay, müssen wir uns merken, weil ich wächst das ja hier nach. Dann haben wir hier eine kleine Blaubeerquelle. Wenn das hier wirklich nachwächst. Was war hier nochmal? Ah ja, hier haben wir so eine Brücke ja gebaut. Spatsch, spatsch, spatsch. Kann man doch eigentlich auch ausbauen hier, denke ich, oder? Hm. Wenn wir dann irgendwann mal so diese Art Wände bauen können, könnte man das hier auch benutzen, ne? Hübsche Tür. Die würde ich hier gerne auch ausreißen und meine eigene Bude reinbauen. Nehmen wir noch mit. So, Blaubeeren, ich brauche Blaubeeren. Nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen muss, aber. Ich brauche Blaubeeren. Verdammt, was ist das? Hier, Blaubeeren. Ah. Sehr schön. Ausgewachsen, Blaubeeren 2. Wahnsinn. Ja, hier ist uns. Nicht mehr so viel. Dann haben wir aber diesen Gerümpel. Okay. Das ist epische Musik hier. So, dann sind wir wieder. Ah, hier wächst alles. Wunderbar. Noch ist hier nichts dran. Aber, okay. Was hast du gegen den Baum da? Lass ihn doch. So, ah, hier wächst auch was. Das ist ganz klein, das ist frisch. Und da können wir noch eine Blaubeere reinsetzen. Und einer können wir uns nochmal hinter die Binde schieben. Geht doch schon lange wie die Sonne unter. Wie sieht's denn hier aus? Davon haben wir genug. Limestone. Hiervon brauchen wir, davon brauchen wir. Achso. Clay. Oh, da bin ich so viel von. Wo haben diese Grapes her? Hm. Aber damit kann ich. Hm. Ich kann mit Wein anbauen. Später irgendwo. Irgendwie. Hm. In dieses Beet setzen kann ich es nicht. Oder ich muss eine andere Art Beet haben dafür. Das kann natürlich auch sein. Da muss man erst ein anderes Hochbeet oder sowas erforschen. Natürlich möglich. Hier sind wieder Blaubeeren. Nimm das, du Blaubeer. Strumpf, Schlumpf. Stumpf? Nee. Ups, ich komme immer ins Mikro. Und geht's wieder bergab. Ah, mit Lernen geht's eh bald bergab, glaube ich. Das ist das Gefühl hier. Ah, wieder.
was eingesammelt. Hier kann man ja auch nicht rein, leider. Aber hier am Strand, wenn man Glas braucht, immer am Strand langlaufen, da findet man immer was. Auch in den Füßen dann teilweise. Ah. Haben wir nochmal Schrott gefunden? Das ist gut. Hüpf. Oh, im Hüpfen habe ich ein Glas mitgenommen. Das klingt mir nicht oft. Wundermärchen, Klärchen. So, jetzt brauche ich aber noch irgendwo ein bisschen kleine blaue Früchte. Hm? Kleine blaue. Kleine blauen Schlümpfe, kleine blaue Früchte brauche ich. Jetzt weiß ich, dass Gargamel immer für eine Sucht getrieben hat. Ich brauche kleine blaue Dinge. Hey, hier haben wir wieder ein Fass. Warte mal. Nur von der Seite. Dann ist nicht alles im Wasser. So, Schrott haben wir auch nochmal gesammelt. Wir sind da Flaschen- und Schrottsammler hier. 73. What? Ich habe 73 von diesen Salvage Metals. Halleluja, ja, ich bin echt der Schrottsammler hier vom Dienst. Okay. Warum nicht? Flaschen und Schrott. Hier haben wir schon wieder ein Fässchen. Ja, die spawnen halt immer wieder neu. Wenn die einmal kaputt gemacht hat, nach einer gewissen Weile, kommen die dann wieder. Blink, plonk. Was ist hier? Ein Schild. Ah, hier geht's nach Dingenskirchen. Bridge closed. Leider nicht. Kann man auch nicht reparieren. Schön, aber irgendwann hat es Mühe, sich gemacht, ein Schild dahin zu stellen. Das ist auch schon mal mehr als nice. Hier können wir Clay abbauen. Also Ton. Ich habe doch noch irgendwo so ein Dungeon, ne? Da machen wir die Tür verriegelt. Hm. Wenn ich was nicht mag, ist es verriegelt Dungeons. Da muss man mal reinschauen. Die sind nicht umsonst verriegelt. So, da haben wir genug von. Jawohl. Was haben wir denn da immer weggehackt? So, gibt's hier im Ding. Leben, Klumpen, Haufen. So. Ist hier? Oh, was ist das? Nee, Lavendel. Aber hier könnte. Nee, das ist wieder nur auf dem Boden gemalt. Mann. Ah, ich habe jetzt eine Fackel. Oh. Oh mein Gott, ich habe Licht. Hat die sich verbraucht? Hm. Müsste ich wieder neu machen. Ist ja blöd. Aber jetzt rennt er nicht mehr so direkt gegen jeden Baum im Dunkeln. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Puh. Oh. Find home, my little friend. Nicht herunterfallen. Uah. Jetzt ist er da runtergefallen. Hilfe! Guck mal, so mit Rolle hier kann er runterfallen. Ist das nicht toll, was Len alles kann? Len, du bist der Größte. Dann können wir auch hier in den Dungeon jetzt gehen mit Fackel. Das ist ja wie Luxus, ey. Boah. Mit Fackel im Dungeon. Was wünscht man sich mehr als Abenteurer? Whisky Cola. So. Sunshine Case. Dann brauchen wir nicht zwei, aber machen wir. Wir müssen auch ein bisschen Kohle sparen. Wo ist ja nicht. Also hier gab es ja nichts mehr zum Abbauen irgendwie. Ich brauche Kohle, Leute. Kohle brauche ich. Oh. Jeden Monat das gleiche. Hier keine Kohle. Hier wird nichts. Hier wird nichts da unten. So, hier ist immer so scheiße dunkel. Nein, nicht damit. So. Blöd ist natürlich, das Licht ist wieder weg, sobald wir die Spitzhacke benutzen. Hm. Das ist, ja, das ist aufregend, mit diesen, wenn man da zuschaut, bestimmt für euch Zuschauer. Wahnsinn, ne? Wie aufregend das ist. Ah, da haben wir noch einen Brocken haben wir noch vergessen. Ah, kennst nicht, wenn man sich mal übergeben hat. Irgendwo ist immer noch einer. So, was ist hier immer noch eine Laterne? Die machen wir jetzt aber nicht an, wenn wir jetzt Kohle verschwenden. Aber ich würde gerne diese große Cold Dings hier anmachen. Das da.
Da brauche ich noch zwei. Weil die würde das zentral da unten beleuchten und ich glaube, das gibt auch noch mal irgendeine Belohnung, wenn man die anmacht. Das hat irgendeinen Sinn, dass die da ist. Achso, ja. Könnt ihr mal Licht anmachen. Was ist denn da? Nicht hingucken. Das ist bäh. Oh, hier ist ein Wasserfall. Da können wir drunter herlaufen. Da waren wir auch noch nicht hier an der Stelle, oder? Können wir das abbauen? Nein, nicht damit. Hiermit. Was sind denn immer die Kommandos hier so komisch? Ich verstehe das nicht. Also. Gib's dem Stein. Komm, Len. Du schaffst es. Wir sind motiviert. So, mein Freund. Hast du es gefunden? Was haben wir... Och, zum Kohlen haben wir jetzt. Ja. Scheiß die Wunder. Die sind so richtig gut, gell? So. Dann machen wir hier wieder das Fackelchen an. Hey. Ja, das geht auch. Da können wir mit Fackel kämpfen. Oh, cool. Aua! Ich bin wehgetan. Ist auch so ein Ding. Hm. Oh. Die gibt mir, das gesehen hier? Also in Nähe dieser Feuerschale regeneriere ich Leben wieder. Also das ist nicht komplett sinnlos, dass man dafür dann Kohle opfert. Und ich denke mal, diese Schale wird auch immer bleiben, wie ich das hier einschätze. Also wenn man dafür was opfert, kriegt man dann, wenn man hier zurückkehrt, dann immer Lebensregeneration. Das ist natürlich in den Kämpfen hier hilft, ne? Das ist nicht mehr schnell genug, verspissen hier. Ich tue mal so, ich hätte nicht gesehen. Oh, da ist hier jemand. Du wusst wie, Freunde. So macht man das in der guten alten Kung-Fu-Schule. Was ist das hier? Oh, hier funkelt was. Das ist Funkel, Funkel. Da machen wir mal leider gerade das Licht aus. Wir müssen näher ran, du dumme Nuss. Komm, jetzt. Wie oft hat er schon die Luft erschlagen? Ich weiß es nicht. Da bin ich müde vom Zugucken. Müssen wir eigentlich so einen Sturzhelm anziehen hier? Das ist ja auch... Oh, oh. Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Da kommt was. Dann eben damit. Der Spitzhacke. Ins Gesicht. Geht auch. So. Uff. So, das war Stahl. Das war nicht schlecht. Jetzt sollten wir mal vielleicht mal das Werkzeug gleich wechseln. Wenn mal so ein Viech kommt. Aber geht auch. Das ist natürlich ein bisschen mühsam mit der Spitzhacke. Monster erlegen. Aber ist noch was anderes. Das habe ich auch noch nicht in jedem Spiel so gemacht. Mit der Spitzhacke. Wird bei Endbossen bestimmt lustig. Okay, jetzt haben wir auch wieder Kohle. 18, okay. Das war ja jetzt hier recht ergiebig. Hoppala! Und komm her, du Schuft! Oh, ich muss mal meine, bevor ich hier rumrede, dummes Zeug rede. Oh, ha, hm, tschaka. Ah, das ist nicht profimäßig. Indiana Jones ist da ein schlapper Anfänger gegen. Naja. So. Das ist echt gut. Müsste mal auch mal was essen. So. Mit Taschenlampe quasi und Lebensregeneration. Das ist auch hier unten schon ganz anders. Können wir auch hier diesen Felsen noch gar ausmachen. Wenn das jetzt auch Kohle ist. Leider erkennt man das nicht so richtig, ne? Komm, hier, da. Ding. Ping. Von dem Geräusch träume ich heute Nacht. Okay. Okay. Oh, nice. Okay.
Da haben wir also nochmal Kohle und Eisensplitter gesammelt. Mal gucken, dass wir uns immer dann rechtzeitig verpissen, wenn hier einer ankommt. Von dem Gezücht hier. Ah, da oben ist auch wieder einer. Komm noch, komm noch. Ich habe keine Angst vor dir. Na, da geht auch noch ein bisschen gewissem Gemächt hier. Ha, reingelegt. So, wieder so ein komisches Ding gesammelt. Wenn mir das bringt. Auftanken. Sehr schön. Weiter geht's. Hier muss ja irgendwas sein, wenn die hier alle rumlaufen. Oder? Hm. Oh. Oh, oh. Ich gehe doch wieder, Freunde. Macht ruhig da weiter mit eurer Party. Ich habe euch nicht gesehen. Okay, den müssen wir auch erledigen. Puh. Sparen wir zumindest Blaubeeren. Die brauchen wir nur gegen den Hunger dann. So, hier war noch einer, glaube ich. Da. Ah, da ist ein Nest da oben. Ah, jetzt kommen sie noch Richtung zweite hier angedackelt. Oh, da habe ich aber noch was anderes gehört. Uff. Ich will hier eigentlich nicht nur munter schlachten. Ich will eigentlich hier Kohle klauen. Aber gut. Aber XP kriegen wir dafür irgendwie nicht, ne? Also hier gibt es auch keinen so einen Forschungsbaum und keine Skills. Skill Trees, wo man schon wieder massig XP dann sammelt und dann aufsteigt. Nur beim Crafting kriegt man halt zusätzliche Sachen. Oh, und da kommt noch einer. Das waren wir jetzt schon. Das war ja schon ein bisschen knapp jetzt. Ich glaube, ich bräuchte ein besseres Schwert, um da wirklich ein bisschen effektiver zu kämpfen. Ich habe jetzt nur Messer. Und wenn da jetzt mal ein Gegner kommt, der richtig groß ist, habe ich ein Problem. Ich kann hier weglaufen. So. Die kommen hier von dieser Stelle da oben alle. Hier ist irgendein Nest. Nest erledigt. Puh. Also man muss das wirklich komplett wegmachen, dann erst dann hat man dann Ruhe. Oh. Was ist das hier? Guck mal da hoch. Nix. Okay, haben wir aber ein bisschen Loot gekriegt hier. So, hier ist auch noch irgendwas. So eine Brücke. Hm. Hier ist auch noch mal. Hier ist eine Brücke.
Okay. Dieses kleine Viech da immer nur geguckt. Oh, da kommt wieder einer. Oh oh. Oh, eins. Ich glaube, ich höre hier langsam auf. Manchmal nicht mehr so viele Lebenspunkte. Eieiei. Wir müssen hier mal wieder zurück uns regenerieren. Sonst sind wir gleich am Arsch hier. Hui. So. Haben wir wieder aufgetankt hier. Puh. Ja, Maximum erreicht, die sammelt das nicht mehr auf. Und hier ist auch noch mal was. Oh, okay. Oh, das hört sich nicht gut an da oben. Ich glaube, hier sind ziemlich viele Viecher. Huhuhuhu. Wie die programmiert sind, ob die mir jetzt hier alle hinterherlaufen. Zumindest können sie ordentliche Treppen bauen. Auch wenn es hier keinen Handlauf gibt. Das ist nicht im Sinne der Berufsgenossenschaft, Freunde. Das wird euch der TÜV nicht abnehmen. Was ist hier? Diese Truhe hätte ich vorher nie gesehen ohne die Fackel. Das ist schon. Hier trete ich immer irgendwas rein und mach. Das finde ich nicht schön. Das Geräusch. Aber das sieht schön aus hier. So, gehen wir wieder nach Hause, mal ausschlafen. Puh, das war ja hier anstrengend hier unten. Aber wir haben gut Zeug gefunden, Monster gekillt. Von dieser komischen dunklen Substanz was gesammelt, wofür auch immer die gut ist. Aber jetzt morgen, Tag, ich weiß gar nicht. Naja. Können wir Licht wieder ausknipsen. So, wieder zurück nach Hause. Wenn wir unterwegs was finden zum Essen, wäre dann auch nicht schlecht noch. Naja, aber vielleicht ist ja unsere eigene Blaubeerfarm hier mittlerweile groß geworden und gewachsen. Hüpf. Hüpf. Latsch, latsch. Könnte ein bisschen schneller rennen, aber gut. Oh, hier wächst ja wirklich was. Guck mal an hier. Flowers are developing. Through the plants is still not fully grown. Okay, die sind noch nicht wirklich ausgewachsen. Small berries are starting to grow. However, they are much too small and sour to eat just yet. Eee. Okay. Boah, hier sind mal wieder viele Bäume. Da muss ich mal die Fackel wegmachen. Ja. Kann man jetzt uns schlafen legen? Nee. Jetzt hätte ich das auch. Wir haben jetzt die Nacht durchgemacht, haben Pech gehabt. Oh, Schnidliwutz, was haben wir denn da? Das sieht gut aus. Gut aus. So, dann machen wir die Fackel mal wieder weg. Ich brauche die Axt. Und Steine und Gedöns habe ich genug. Dann können wir nochmal die Blumen gießen. So, aber wir können jetzt hier was Neues craften, so wie es aussieht. Also nicht nur Erker. Was ist das hier eigentlich? Gate. Ja gut, machen wir das. Haben wir das erlernt. So, wir können jetzt hier Waffen machen, wie es aussieht. Oh, weil wir genug Metall haben. Iron Spear.
Damage 5 bis 7. Das macht unser Bowie-Messer. 4 bis 5. Das ist natürlich schon mal eine kleine Steigerung. Critical Hit Damage 5 bis 6, 6 bis 5. Critical Hits, also kritische Treffer sind natürlich immer gut. Machst du so einen, hast du den Gegner schon normalerweise recht gut stark beschädigt, sozusagen, oder fast schon gekillt. Speed ist high, dann ist natürlich average. Also er ist nicht sehr schnell. Du kannst aber nicht so schnell zustechen. Hier sind auch noch Werte. Was ist das? Stab, Slash und Bludgeon. Da weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Okay, was haben wir hier? Ein Iron Hammer. Ho, ho, ho. Da kannst du also den mit dem Hammer auf die Birne hauen, wie so ein Zwerg. The Battle Axe. Also. Halleluja. Wo ist der Battle Axe hier? Dann haben wir ein Eisenschwert. Okay. Step slash. Wie sind hier die Werte? 40, 130. Und wir haben 4 bis 5, 6 bis 9. Speed ist high. Critical Hit 7 bis 11. Das ist beim Speer auch. 6 bis 11, 7 bis 11. Wir haben so einen Schaden, Grundschaden mehr. 5 bis 7, 6 bis 9. Das ist schon nicht schlecht mit dem Schwert. Dann haben wir hier noch Iron Shield. Wenn wir das craften, das gibt uns Rüstung. Und eine Blockchance von 15%. Aktives Blocken 60%. Und hier haben wir einen Rüstungswert von 15. Okay, also wir kriegen hier also 15 Blockchance. Die Gegner können es dann wahrscheinlich nicht mehr so schnell killen. Da gehen ein paar Treffer dann auf die Rüstung. Nicht schlecht. Haben wir hier. Oh, wir können Sense machen. Iron Skies. Harvest the crops with one big swing. Ah, okay. Damit können wir dann die Ernte komplett schneller machen. Was ist das? Ein Iron Axe. Damage 7. Ist das ein Werkzeug? Ja. Das heißt, wir könnten hiermit. Ressourcenbonus 15%. Also mit der Axt könnten wir mehr und schneller Bäume fällen. Weil wir dann, ja, die macht mehr Damage und mehr Critical Hits. Ja, ein kritischer Treffer bei einem Baum ist ein bisschen, aber es berechnet sich halt so, aber man kriegt auch 15% mehr Ressourcen, oder war ein Vogel, raus. Das ist ja auch nicht schlecht. Also waren wir einmal im Dungeon, haben wir schon ein paar neue Möglichkeiten hier. Was ist das hier eigentlich? Not Fannery. Mit Steam, mit Dampf, okay. Tisch können wir machen. Ja, Schrott haben wir nicht genug, ne? Können wir mal machen. Dann sieht die hier die Bude vielleicht nicht ganz so langweilig aus. Und dann machen wir mal das Ding. So. Das war es dann im Grunde hier, was wir machen können. Output. Ah, das ist fürs Brotbacken. Das heißt, wir brauchen hier Mehl. Ah, ja, ja, ja. Wir brauchen hier wahrscheinlich. Was ist das hier? Kohle oder was? Holz, um so ein Licht zu machen, Feuer machen und dann brauchen wir Mehl als Input und dann kriegt Output, Input, Output ist dann Brot. Input, Mehl, Output, Brot. Ganz einfach. Mehr braucht man nicht. Einfach Mehl in den Ofen, fertig. Ah, ja. Soll man die Axt machen? Aber da brauche ich 8 Metallgedöns für. Wie viel Metallgedöns habe ich denn? 20. Ich würde aber gerne auch noch eine Waffe haben. Dass ich gegen diese Unterweltviecher da besser kämpfen kann. Das Schwert brauche ich 12. Also 12 und 8 könnte ich ausgeben. Dann kriege ich aber kein Schild mehr. Dann hätte ich aber zumindest eine Offensivwaffe. Ein Spear, der macht zwar ein bisschen weniger Schaden als ein Schwert. Damit könnte ich mir auch mal Gegner nicht leichter vom Hals halten. Also mehr auf Abstand. Dafür ist es ein bisschen langsamer. Low. Also der Hammer ist natürlich der Hammer.
Die Battle Eggs. Chop. Okay, kriegst 40% aufs Schneiden. Ein Bonus, oder was heißt das? Hm. Also mir ist doch ein... was ist das? Dann kriegen wir auch noch eine neue Eigenschaft, oder was? Hier ist ein neues Symbol. Hier auch. Das ist wahrscheinlich, was hier dann auftaucht. Kriegen wir vielleicht einen neuen Angriff oder sowas. Hm. Also könnten wir uns leisten. Iron Eggs unlocked. Craft. Sword unlocked. Okay. Ability. Aha. Ist das ein Rundumschlag oder was ist das dann? Hm. Okay, dann können wir das austauschen gegen das Eisenschwert. Aha, wir sind jetzt gefährlich, Freunde. Pass auf. Und die Axt können wir gegen unsere... Die macht ja auch mehr... mehr Schaden, ne? Können wir zur Not auch noch zum Kämpfen nehmen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall auch eine bessere Axt. Also Bäume fällen ist jetzt wunderbar. Das geht uns jetzt leicht von der Hand. Ganz toll. So. Okay. Nice. So, dann kommt mir hier. So, kommt mir hier an die Wand sozusagen so ein Bücherregal machen. Ich habe noch so einen Tisch erfunden hier. Komm denn. Wir haben einen runden Tisch. Ich will einen runden Tisch. Nein, es geht nicht. Wir haben kein Holz. Scheiße. So, na gut, geht immer nicht alles. Und wir können immer noch keinen Teppich machen, weil schon wieder das Scheißgras fehlt. Naja. So, jetzt habe ich aber zumindest ein Bücherregal, was ich nicht sehe, weil jetzt hier in der Ecke. Er kann sich nicht drehen. Das ist das Blöde irgendwie. Warum nicht? So. Large Bookshelf. So. Gut. Das ist Deko halt. So. Können wir eigentlich mal schlafen legen hier? Ganze Nacht durchgearbeitet. Ganze Nacht Monster getötet. Das ist anstrengend, Leute. So. Dann können wir hier nochmal die Blümchen gießen. So. Schlawups. So. Einmal. Das Ding hier müssen wir woanders hinbauen, glaube ich. Aber jetzt sind da Pflanzen drin. Da möchte ich da nicht das abreißen. Schlawups. Trinkt, ihr kleine Pflänzchen, trinkt. Hm. Können wir auch nicht essen. Na gut. Aber wir haben ja noch ein paar. Knirsch. So. Jetzt sollen wir hier nochmal gießen? Nee, ne? Nee, das Ding ist leer. Gut. Da müsste auch mal so eine Truhe bauen eigentlich, wo man den ganzen Scheiß mal lagern kann, außer hier. Das hat man meistens in diesen Spielen ja auch, dass man das Ding müssen wir auch mal ansetzen. Vielleicht durch eine bessere Version, dass man auch Truhen hat, wo man Zeug lagert. Ja, so, jetzt müssen wir natürlich wieder craften hier und ernten. Brauchen wir wieder Gestrüpp. Wir müssen die Bäume hier beseitigen. Wir machen diesen Baum da weg. Wir haben jetzt hier unsere neue Battle Axe hier. Unsere neue Super Axt. Muss man mal betreffen. Ah, die macht schon direkt 7. Du musst den Baum treffen. Der hat er sein Knie abgeschlagen, aber dafür wenigstens mit einem sauberen Schnitt. So. Aber geht schon ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, was? Der war gut. Und mir ist, glaube ich, einer auf den Kopf gefallen, habe ich gerade das Gefühl. Da gab es ein Minus. Oh yes, das mal her. Kommt ja der Baum hier. Ich laufe immer gegen diesen Baum, wenn ich zur Tür rauskomme. Das ist auf die Dauer nicht gut für meinen Schädel. Dann ist eh schon so ein bisschen schwierig. Machen wir es mal so. Dum, dum, dum. Kann man mal hier so einen dicken Baum angucken. Wie schnell das geht.
Und direkt noch die restliche Landschaft mit weggehackt. Ja, guck mal, das geht doch viel geschmeidiger mit der Axt. Das ist gut. Halleluja, sehr schön. So, unser neues Schwert. Wenn wir damit jetzt hier auf wehrlose Büsche einhacken. Hier, der hier, der guckt mich komisch an. So. 6, 7, so direkt. Oh ja. Macht schon mehr, das macht schon mehr Schaden. Und hier jetzt, ja. Der tödliche Buschhacker. Mal wieder was essen, ne? Kann der eigentlich verhungern? Eine gute Frage. Wenn man jetzt sicherlich ein Survival spielen. Guck mal hier, ey. Direkt alle Büsche auf einmal abgemäht. Hier nehmen wir noch mit. Hier, komm. Kleine Militär. Hier oben noch diese roten Bäume. Hier ist nichts gewachsen, okay? Und hier müssen die. Wo waren die hier, ne? Da war doch irgendwo so ein Busch mit nachwachsenden Rohstoffen. Wo sind die denn jetzt, wenn man sie braucht? Hier. So. Blaubeeren, okay. Puh, ja, das ist schon ein bisschen nervig, aber es ist halt bei diesen Spielen. Man braucht immer unglaublich viel Zeit und ist dann, glaube ich, manchmal nur ein ganzes Wochenende am Farmen und Bäume fällen. Und das geht mir bei Valheim ja so auf den Keks. Wo Leute wirklich da 24 Stunden am Stück Bäume gefällt haben, um genug Materialien zu haben. Das geht mir auf die Nüsse. Also, sorry, wenn ich das so ausdrücke, aber der eine hat Spaß dran. Für mich ist das ist sowas nichts. Das ist mir zu langweilig. Nur einmal. So, das geht doch schön flott hier. Wir sind hier also in einem Fantasy-lastigen Spiel. Das ist so nichts realistisch. Da muss ich nicht noch simulieren, wie schnell es geht, einen Seil zu flechten. Da brauche ich unbedingt. Komm, hier. Du musst näher dran, du Dominus. Ist jetzt schon wieder dunkel. Hier fliegen die ganzen Viecher rum. Ist jetzt wieder dunkel. So, das Kreuz hier, das immer hu, hu, hu macht. Was? Nehmen wir zu viel Energie, der Junge. Ah, ist noch jung, der Lennen wahrscheinlich. Oh. Oh ja, das geht ja mit der Axt jetzt hier ganz gut. Macht der mir Schaden. Haben wir jetzt genug von dem Zeug? Ich will ja, denke ich, einen Teppich haben. Verdammt nochmal. Ich mühe mich hier ab, bin auf dieser Insel und habe mir noch keinen Teppich in der Bude. Das geht doch nicht. Das diskriminieren ist das. So. Ah, eine Flasche. Flaschensammler Len. So. Zurück nach Hause, mein Freund. Oh, da war der Baum. Komm, der muss weg. Der hat mich angerempelt. Ah, mit der neuen Axt macht das. Da macht das echt Spaß hier. Ich fälle jetzt einfach mal eine komplette Insel. Mal gucken, wie schnell das nachwächst. Hm? Okay. Ah. Ist hier Blaumeer? Nee. Das ist dieser Fleck da. Den muss ich auch mal. Der wird niedergebrannt. Das ist immer, sieht aus, als wäre da was. Nicht das hier. Was ist das? Ah, Lavendel. Was soll ich denn mit diesem ganzen Lavendel? Ich rieche dann zwar gut, aber ich kann es ja nicht essen. Hier sind wir falsch. Ja, ich habe ja hab keine Fackel. Ich dachte, wo ist denn die Fackel? Die habe ich ja weggetan. Schade, dass man nicht mehr tragen kann. Das ist ein bisschen schade. Da war ein Baum. Es ist dunkel. Man sieht nur den Schimmer auf der Axt eigentlich. Also wenn ihr nachts im Wald mal so einen Schimmer seht, lauft weg. Was macht ihr nachts im Wald überhaupt? Die jungen Leute heutzutage, ey. Hier ist schon wieder der Fluss. Wo bin ich eigentlich zu Hause? Wo ist die Scheißbude schon wieder? Mensch. Alexa, wo ist mein Haus? Verdammt nochmal. Alexa hat gesagt, es liegt in der Galaxie der Wildstraße. Was soll man dazu noch sagen? Alexa, halt die Klappe. Oh Gott, ich geh schlafen. So, Freunde, das war's. Halleluja. Das ging schon direkt wieder runter. Ich bin kaum wach und schon bin ich wieder, danke, Spiel. So, huch, guck mal hier, ey. Was ist denn hier los? Es glitzert und funkelt. Ist ja wie Weihnachten. Ich entscheide jetzt hier enden, oder was?
Mary grow ground to perfection, pick the flowers now. Ja, okay. Ja, wow. Ich habe Rosen geerntet. Okay, die kann ich ernten. Die habe ich aber nicht. Wo sind die jetzt? Wir können direkt mal neue pflanzen. Ah, 16 sind. Wo sind die denn? Sind die irgendwo im Lager jetzt oder was? Die sind 10. Hier zeigt aber nur 6 an. Dann sind die irgendwo im Lager. Komm. Rucksack, keine Ahnung. Dann pflanzen wir nochmal neue an. So, okay. Dann machen wir hier hauptsächlich nur Blaubeeren, weil davon lebe ich eigentlich. Ja, auf die Luft zu schlagen, Freund. Und hier? Oh, hier ist auch alles gewachsen. Also mit einer Sense kann man das dann in einem Schritt machen. Ah, die sind noch nicht fertig. Okay. Dann machen wir noch hier ein paar Rosen. Ein paar Marigolds. Wofür immer die gut sind, ich weiß es nicht. Dann machen wir hier nochmal eine Lavendelreihe hin für den Sommer. Da sieht das immer sehr schön aus draußen. Keine Ahnung. Da müssten wir eigentlich nochmal so ein Beet bauen, weil auf die Dauer reicht das nicht. Hm. Die Geräusche hier wieder. Direkt daneben. Hm. Plant last. Aha. Ah, die können alle auf einmal mit einem Klick verbraten. Das ist ja nice. So, essen wir mal was. Okay, dann müssen wir jetzt. Hier scheint jetzt noch die Erde feucht zu sein. Okay. Water can. So stolz auf die neue Axt, der Junge. Ja. Schlumpf. So. Mach sie nass, mein Freund. Ja. Das ist nicht so gemeint. So. Schön daneben gießen. Ja, das machst du gut, Junge. Ist ja nur eine Animation. Das regt euch nicht auf. So. In echt mache ich das ja auch so. Die Nachbarn wissen das. So. Also das hier braucht noch eine Weile. Okay. Und die sind alle wo? Die Ressourcen. Hier habe ich 11 Food Farming. Ich habe 4 Grapes. Wo kommen die denn alle her? Wo kriechen die? Habe ich die jetzt unterwegs irgendwo gesammelt? Ich kann damit nichts anfangen hier. Hm. Interessant. Okay. Floor haben wir auch noch nicht. Da müssten wir halt Wheat. Also Weizen anbauen. Und den müssen wir auch irgendwo herkriegen. Ich frage woher. Und wir haben auch Gold. Das können wir auch am Kopf hauen. Ich weiß noch nicht wo. Wir haben diesen. Jetzt läuft der wieder. Naja. Mit dem Ding hier rum. Den Ort haben wir noch nicht gefunden. Was muss ich denn hier noch? Von dem Gedöns habe ich eigentlich genug. Metallen bräuchte ich dann nochmal. Damit wir uns nochmal ein Schild bauen können.
Also mache ich hier noch die Fackel rein. Dann haben wir die Axt. Okay. So, mein Rucksäckchen ist geschnallt und geschnulzt und alles. Dann nochmal kräftige Biss in die Blaubeeren und dann schauen wir mal in der nächsten Folge von Lens Island, was wir da machen können. Zumindest unsere Bude ein bisschen größer geworden und sieht ein bisschen ordentlicher aus jetzt. Und wir haben immer noch keinen Teppich. Ja. Ja. Ich schau mal. Hier irgendwo. Plong. Wo ist das? Was müsste hier eigentlich... Was ist das hier eigentlich nur alles? Bei der Einrichtung sein? Hier. So. Warum sehe ich jetzt nichts? Hallo? Wie soll ich denn verlegen, wenn ich nichts sehe? Hier pfeifen. Was ist das für also, liebe Programmierer, das muss man schon sehen. So, jetzt habe ich meinen ersten selbstgeknüpften Teppich. Halleluja! Mein Leben hat einen Sinn. So, Freunde, bis zum nächsten Mal hier auf Lens Island. Und bye-bye. Und ja, lernt Teppich knüpfen. Ich sag's euch. Tschüssi!